Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute mit einem ganz besonderen Video. Und zwar habe ich wieder mal Post bekommen. Und zwar dieses Päckchen hier. Das ist aus Nordrhein-Westfalen, besser gesagt aus Münster, von der Firma Vicatech. Und das war da drin. Wer meinen Kanal kennt, der weiß ja, dass ich mit der Firma Vicatech zusammen einen neuen Hobo entwickelt habe. Und das ist er nun hier in der finalen Version. Ja, wir haben viel entwickelt, wir haben viel hin und her geschickt. Die ganze Sache ging jetzt 9 Monate lang. Es gab viele Anpassungen, viele Veränderungen. Ja, und wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ja, dass ich so ein kleiner Perfektionist bin. Und ich denke, ich habe der Firma Vicatech da bestimmt auch einige Nerven gekostet. Aber im Endeffekt sind wir jetzt beide glücklich, die Firma Vicatech und ich. Das ist genau der Hobo, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und ich zeige ihn euch mal. Das ist ja heute so ein kleines Preview hier. Das ist ja nur das gute Stück. Der hat also die gleichen Abmessungen fast wie die beliebte Bushbox LF und ist mit einer speziellen Legierung von Vicatech gefertigt, und zwar Edelstahl Titan. Die ist leicht und aber auch sehr extrem verzugsfest. Dabei entstanden ist ein völlig neuer, innovativer Hobo mit vielen Features, die sonst kein Hobo auf dem Markt hat. Dieser Hobokocher ist optimiert für den Betrieb im Sturm mit Spiritus. Er hat unter anderem eine geschlossene Brennkammer, sodass der Wind nicht angreifen kann und die Wärme direkt zum Kochgut gelangt. Deswegen wird dieser Hobo auch Stormfire heißen. Des Weiteren hat er zum Beispiel noch die Funktion, dass ihr die Luftzufuhr im Holzbetrieb regulieren könnt. Das heißt, ihr reguliert die Glut und somit die Hitze. Ja, zu kaufen wird dieser Hobo sein ab 1. April. Es wird auch ein Vorverkauf stattfinden und ich habe die gute Nachricht, dass meine Abonnenten einen Rabatt erhalten werden. Ja, und wer mehr zu diesem Hobo noch erfahren will vor dem Verkaufsstart, der wird auf meinem Kanal noch ein vollständiges Review finden über alle Funktionen, Features und Erklärungen, wieso, weshalb und warum. Ja, dann würde ich dieses Ankündigungsvideo an der Stelle hier schließen mit ein paar Impressionen von dem neuen Stormfire und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.